Anna Walti von der Betzmeralp. Die kommt im Herbst erst 15-Jährige. Und sie spielt schon jetzt in der U21 Unihockey-Mannschaft vom Nationalliga A-Club Höfen Spiez. Wir schauen 3 Jahre zurück. Mit ihrer Eltern zieht Anna Walti vom Kanton Aargau auf die Betzmeralp im Oberwallis. Die Familie die hat schon seit Jahren in der Aletsch-Region ihre Ferien verbracht und erfüllt sich mit dem Wohnortswechsel euch quasi einen kleinen Traum. Trotz Wohnortswechsel will die junge Anna weiterhin Unihockey spielen. Zu intensiv hat sie mit dem Unihockey-Club Aarau die Freude am Sport erlebt. Ja, es ist einfach ein unglaublich toller Teamsport. Man kann einander unterstützen, wo es nur geht. Man hat Spass und es ist wirklich etwas Leidenschaftliches. Und da kann man auch nicht gezwungen werden. Oder so. Und das hat sich jetzt wirklich in die ganze Schweiz ausbreitet. Also das ist jetzt nicht irgendeine Sportart, die man nicht kennt. Und da geht es um Leistung und da kann man auch etwas gewinnen. Und das macht einfach unglaublich viel Spass und Selbstvertrauen. Für weiter Unihockey zu spielen, wechselt Anna Walti zum Unihockey-Club Fischb und trainiert da fast ausschließlich mit Männern und Buben, weil es zu dieser Zeit noch keine Frauenmannschaft gibt. Der Aufwand, immer mit der Bahn von der Betzmeralp im Brief und im Brab zu fahren, ist für die Unihockey-Liebhaberin kein Problem. Als 13-Jährige hat sie dann das Interesse von Thun geweckt. Immerhin eine Mannschaft, die in der Nationalliga B spielt. So ein unglaubliches Gefühl war das. Also zuerst war das so, ich konnte zuerst ein Probetraining nach Thun gehen und bin ich da mit voller Motivation hingegangen. Und ist nicht so extrem lang gegangen und dann ist schon die Bestätigung gekommen, dass ich definitiv wieder U21 bin. Und eigentlich müsste ich ja noch 2 Jahre B-Juniorinnen eigentlich spielen, aber dann bin ich direkt in die U21 gekommen. Das war eine extreme Überraschung für mich und ich habe mich extrem gefreut. Ja. Bis 4 Runden vor Schluss von der Meisterschaft hat Anna Walti sogar die Führung in der Scorerliste übernommen. Nur mal logisch, dass sie mit diesen tollen Leistungen sämtliche Juniorenstufen überspringen konnte. Heute packt Anna Walti sogar 2 bis 4 Mal in der Woche schon am Morgen früh die Unihockey-Tasche. In ihrer Zeit mit Thun ist nämlich bald das benachbarte Höfen Spiez auf die talentierte Anna aufmerksam geworden. Sie kehrt mittlerweile sogar zum Stamm von der U21-Mannschaft von Höfen Spiez, die die erste Mannschaft in der Nationalliga anspielt. Für pünktlich im Training zu sein, fährt der Papa, der Fritz Walti, schon immer von Mörl auf dem Bahnhof von Brieg. Der Tagesablauf, der ist dann so gegeben. Ich stehe am Morgen um 6 Uhr auf, packe die Unihockey-Tasche und nachher gehe ich in die Schule runter. Den ganzen Morgen bin ich in der Schule und am Mittag gehe ich dann fein essen. Nachher gehe ich dann wieder in die Schule am Nachmittag und um 3:15 Uhr holt mich der Vater ab mit dem Auto. Und dann bringt er mich oben nach Brieg und dann gehen wir zusammen nach Spiez raus. Und dort gehe ich dann ins Training und etwa so nach 1,5 Stunden komme ich dann wieder zurück. Also einfach habe ich nach 1,5 Stunden habe ich das Training fertig und dann steige ich wieder in den Zug und komme wieder zurück. Für das die Ehe schon länger Tage ein bisschen kürzer kommt, hat Familie Walti euch die Mörlenwohnung bezogen. So kann Anna hier Hausaufgaben machen und muss am Abend nicht mehr auf das letzte Bändchen Richtung Betzmeralp pressieren. Euch die beiden Rennmisch dürfen in ihrer Zimmer zu Mörl natürlich nicht fehlen. Enorm Aufwand, was Anna betreibt, der erfordert eine 100%ige Unterstützung von Eltern. Für ihren Papa, in Fritz Walti, ist das eine absolute Selbstverständlichkeit. Ja, natürlich ist der Aufwand das beachtlich, vor allem auch logistisch. Und unterstützen muss man natürlich die jungen Sportler. Man sagt ja immer, die Jugend, das sei das Wichtigste in unserem Land. Und man muss einfach auch Zeit haben für das. Ich finde, die Anna macht das hervorragend und wir sind froh, dass sie auch eine Selbstständigkeit hat und sie hat das Jugend-GA und ich bin jetzt bei diesen Trainings oftmals Begleiter und Zuschauer und Fan. Es ist natürlich auch ganz spannend, sie dann bei diesen Match zu erleben.
Neben der Unterstützung von daheim kann Anna euch auf die Unterstützung von der Schule Mörl Aletsch zählen. Die bald 15-Jährige beweist, dass man mit Willen sportliche und schulische Spitzenresultate verbinden kann. Ohne Talent geht es natürlich nicht. Und das kommt mit der Anna nicht von ungefähr. Jawohl. Ja, wir sind eine ganz sportliche Familie. Wir haben Wert darauf gelegt bei der Erziehung bei unseren Söhnen, dass sie in die Sportschiene reinkommen. Beide sind begnadete Fußballer zuerst und jüngere. Dem hat es nicht gereicht für den Leistungsfußball und er hat dann gewechselt im Alter von 12 Jahren in Unihockey. Und hat sich dann dort auch zu einem riesen Talent entwickelt und hat natürlich die jüngere Schwester angesteckt. Sie haben dann stundenlang im Garten miteinander Unihockey gespielt. Und so ist die Anna auch ganz automatisch auch in die Sportschiene gekommen. Von Aarau auf Visp und von da in ein U21-Team von einem Nationalliga-A-Club im Unihockey. Das hat Anna Walti schon alles geschafft. Das nächste Ziel von ihr ist ein Aufgebot für die U19-Nationalmannschaft. Das wollte sie in den nächsten 3 Jahren schaffen. Wenn es aber weiterhin so schnell, so steil im Beruf geht mit ihr, dann dürfte das Ziel schon ein bisschen eher erreichen.